Servus Comic-Freunde! Schön, dass ihr wieder dabei seid! Und bevor es losgeht, drückt den Abo-Knopf und vergesst die Glocke nicht. Somit verpasst ihr in Zukunft keine Reviews und Berichte mehr. Und nun würde ich sagen, geht's los! Abfahrt! Yes! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Comic-Review! Wir sind in der Welt von Mausgard, Winter 1152, aus dem Crosskult Verlag, Autor und Zeichnungen David Peterson, Hardcover, 192 Seiten in Farbe und bunt aus dem Off. Genau, 24,90 kostet das ganze Genre Animal Fantasy. Genau. Michael. Wir haben euch ja vor gefühlt einem halben Jahrzehnt schon den Herbst vorgestellt. Und deswegen, das ist wirklich, glaube ich, schon über ein Jahr her. Genau, und deswegen haben wir uns gedacht, wir bewegen uns mal wieder in die Welt von Mausgard. Jawohl. Und zeigen euch dann mal, wie es da so weitergeht. Genau, der Winter schließt direkt an den Herbst an. Wir haben nach dieser Rebellion natürlich das Problem, dass Lockhaven unter einer Nahrungsmittelknappheit leidet. Richtig. Deswegen haben die, also gibt es die Mäusewächtertruppe aus den Leuten Saxon, Kenzie, Liam, Sadie und Graupelz. Komischer Name. Kellanave. Die sind unterwegs auf diplomatischer Mission zu allen anderen Mäuse-Außenposten. Vorne haben wir die Karte drin. Und sollen Medikamente und... Moment, die ist hinten nochmal schöner. Ja. Medikamente und Nahrungsmittel einsammeln. Richtig, genau. Ne, weil eine Maus hilft der anderen und so. So sieht's aus. Da genau ist die Wanderroute. Das ja, ist egal, das kann man zeigen. Ja. Mausterritorien. Jo, und so ziehen sie halt quasi durch den gefährlichen Winter. Ja. Und versuchen quasi da die anderen Orte aufzusuchen, die zum Beispiel wie hier Spruce Tuck. Spruce Tuck ist in einem Baum drin. Spruce Tuck ist dafür bekannt, dass die Mäuse, die dort leben, halt Medizin herstellen und eher so die Künstler sind unter den Mäusen. Ja, die Reise läuft nicht so ganz gut, vor allem weil viele Ortschaften nicht fähig sind, was herzugeben, weil sie selber schon kaum was haben. Genau. Weil diese ganze Rebellion natürlich nicht nur Lockhaven in Mitleidenschaft gezogen hat, sondern auch die Territorien außenrum. Ja. Zur Reise selber, wir haben ein Team-Up, klar. Die Gruppe ist unterwegs, wir wandern, wir singen, hätte ich jetzt fast gesagt. Aber die Wanderung selber ist gar nicht so lang, ne? Das sind ein paar Seiten. Richtig, und dann kommt es schon zum großen... Sündenfall. Nee, zum großen Bruch quasi zwischen den... Es gibt einen Split. Also die Gruppe wird aufgesplittet. Richtig. Denn wir haben eine Begegnung mit einer Eule, die ich euch gerade schon gezeigt habe. Ich schaue mal, ob wir da nochmal ein schöneres Bild finden. Ah, weiter hinten dann. Wenn der zweite Angriff der Eule kommt... Jedenfalls kommt es zum Kampf mit dieser Eule. Ja, oder hier. Und genau. Durch diesen Kampf werden die unfreiwillig getrennt. Mhm. In eine Dreier- und eine Zweiergruppe. Genau. Genau. Richtig. Ja, die einen stürzen in ein Loch im Boden und die anderen drei setzen quasi die Reise fort. Oder anders, die beiden stürzen in ein Loch und es ist zu tief. Die drei stürzen in ein Loch. Stimmt, die drei stürzen ins Loch, so. Genau. Und es ist aber zu tief, dass die anderen beiden quasi sicher hinterher könnten oder sie rausholen könnten. Mhm. Deswegen sagen sie, okay, in welche Richtung geht euer Tunnel? Na gut, dann muss das ungefähr die und die Ortschaft sein, wir treffen uns da. Das Witzige ist, dass der Tunnel eben genau in die Richtung Lockhaven geht, wie halt auch die Route wäre. Und dann sagen die, okay, dann bleiben wir oben, ihr unten und hoffentlich geht alles gut. Genau. Ja, hoffentlich. Genau. Irgendwann frieren sie dann mal ein, so kurzfristig. Das fand ich ganz interessant. wir haben dann so eine Szene, wo Eisregen kommt und die Mäuse sich dann einbuddeln müssen. Und dann kommt dann nämlich auch die Eule wieder später. Ja. Und da wird uns die Geschichte der Schwarzen Axt etwas angeteasert. Wer jetzt David Peterson kennt und seine Reihe weiß, dass ein eigenes Buch rausgekommen ist, das nur die Schwarze Axt heißt. Und was ich ganz fies hier in diesem Band finde, ist tatsächlich die Tatsache, dass uns die Geschichte angeteasert wird von der Schwarzen Axt. Mhm. Ja. Und das war's. Bis derjenige dann noch weiter erzählen könnte, hat er keine Zeit mehr. Genau, und am Ende gibt es ja nochmal so ein bisschen was zur Schwarzen Axt und dann war's das schon wieder. Genau. Und da wird man als Leser dann tatsächlich schon noch im Dunkeln gelassen. Richtig. Was ich krass cool fand, tatsächlich, dass die Gruppen aufgesplittet wurden und dass wir noch was zur Vergangenheit erfahren haben, weil das hat man im Herbst erfahren, dass es einen großen Krieg gegen die Wiesel gab.
Und dass eben unsere Dreiergruppe in, ja, in Dungeon, wollte ich jetzt fast sagen, aber in ein Höhlensystem dieser Wiesel, dieses Wieselkönigreichs gefallen ist. Und die entdecken eigentlich erstmal, was das überhaupt für eine Gefahr war. Richtig, für Lockhaven, weil sie gar nicht wussten, wie krass nah dran die Wiesel tatsächlich nämlich schon am Mäuseterritorium waren oder beziehungsweise an Lockhaven. Genau. Und das ist echt sehr interessant. Dann haben wir nochmal eine kleine Intrigengeschichte mit eingesponnen, die richtig das Ganze auch noch vom Spannungslevel schön oben hält. Ja. Also vom Storytelling her sehr, sehr fantastisch wieder erzählt. Es ist eine schöne Aufteilung, finde ich, zwischen den drei Geschichten, die man da quasi erlebt. Weil zum einen mal haben wir eben haben wir die Reise der beiden an der Oberfläche und der Begegnung mit der Eule, was immer so der Bruch im Erzählfluss ist, wo dann immer so die Action-Szenen kommen, wo es dann halt immer zur Sache geht oder wo es so ums Überleben geht. Ja. Dann haben wir eben diese, ja, so diese Erkundungsstory mit der Hintergrundgeschichte, die da so aufgebaut wird. Und dann eben noch die Intrige in Lockhaven selber. Ja. Das ist immer so schön miteinander verwoben und wird auch immer so schön abgewechselt irgendwie. Also es gibt einen schönen Erzählfluss, finde ich. Was ich bei ihm mag, ist tatsächlich auch sein Zeichenstil. Ja, der also ist auch super. Ich finde den Zeichenstil halt tatsächlich so auch All-Age passend halt, weißt du? Den kannst du mit Kindern angucken oder kannst du ihn auch als Erwachsener lesen. Und das finde ich an der Comicreihe eh schon so cool, dass es so ein All-Age-Comic ist halt einfach. Obwohl der zweite Band natürlich ein bisschen gruseliger ist, also wenn ich jetzt an Kinder denken würde, weil tatsächlich dann, wo sie in diesen Dieselbau stürzen und dann... das zum Beispiel. Wo wir dann hier zum Beispiel solche Szenen haben, wo so Skelette zu sehen sind und sowas, das kann natürlich schon ein bisschen gruselig sein. Für uns jetzt eher weniger, aber trotzdem, ich finde den Zeichenstil sehr, sehr geil. Vor allem die Mäuse wirken auch immer so knuffig, finde ich. Also es sind immer so knuffige kleine Mäuse. Ja, aber find trotzdem... Aber trotzdem mit, gefährlich, mit so Pixern. Mit den bösen Blitzen im Auge. Ja, ja, doch. Finde ich schon was cool. Sie tun. Ja. Schöner Zeichenstil, schöne Panels, also gefällt mir gut. Ich weiß nicht, ob ich es bei Herbst auch schon gesagt habe, das Format ist, finde ich, nicht ganz so geil. Würde ich mir ein bisschen größer vielleicht, könnte ich mir ein bisschen größer vielleicht besser vorstellen, keine Ahnung. Aber ich glaube, wir haben bei Herbst gesagt, dass uns das Format sehr gut gefällt, weil es gerade so klein ist, oder? Ich bin mir nicht mehr sicher. Also, in der Hinsicht hat sich jetzt über ein Jahr bei mir, hat sich dann schon ein bisschen geändert. Mir gefällt es weiterhin, das Format. Okay. Also ähnlich wie jetzt... Ja, ist schon schön. Ähnlich wie jetzt Walking Dead oder so. Ja. Ist es breiter quasi in der Hinsicht. Also von dem her passt da ein bisschen mehr drauf. Doch. Mir gefällt's. Ja, ist schon okay. Vor allem durchs Hardcover. Hm. Auch dadurch, auch wenn es kleiner ist, wird es durchs Hardcover trotzdem gut zu lesen, weil die Seiten einen gewissen Druck nach außen haben und es offen bleibt. Nicht wie bei Walking Dead, wo dir quasi die Seiten wieder zuklappen. Mein Fazit war, es war wieder ein wunderbarer Ausflug nach Lockhaven und in die Maus-Territorien. Die kleinen Wächtermäuse schaffen es wieder im Handumdrehen, mich zu verzaubern. David Peterson hat durch seine Zeichnungen einen kindlichen Punkt in mir erreicht, wo ich ihm die Story einfach in Durchweg abkaufe. Die kleinen Helden kämpfen sich durch eine bitterböse, gefährliche Welt und hoffen einfach immer das Beste. Und die Hoffnung darf man nie aufgeben, gell? Dass nicht alles schön und toll ist, zeigt dieser Band natürlich auch besonders stark. Das war im Herbst irgendwie nicht so ganz, finde ich. Also der geht über eine Linie, die Herbst nicht gemacht hat. Was es ist, müsst ihr selber gucken. Besonders stark, noch nie waren unsere Helden so in Gefahr wie in dieser Geschichte und sie müssen alle Kräfte sammeln, um sich den großen Gefahren zu stellen. Das fand ich schon cool. Ja. Kleine Mäuse. Ja, schöner Comic. Genau. Okay. Ich bin gespannt, was die Reihe noch so bietet. Nach Herbst kommt jetzt eigentlich es gibt die Schwarze Axt. Ich dachte, es gab drei Jahreszeiten, die Schwarze Axt und nochmal zwei. Täusche ich mich jetzt da gerade? Balduin und andere Geschichten, Heldengeschichten, irgendwie sowas. Ja, muss man mal schauen, ich weiß es nicht mehr. Nee. Also ich dachte, es sind noch ein paar, aber also die Geschichte, kann auch sein, dass ich würde jetzt sagen, aber sie könnte jetzt auch zu Ende sein. Die Geschichte, also dieser Band hat einen Abschluss von der Geschichte her. Ja, hat aber der erste ja auch. Ne? Genau, also vielleicht hat Peterson damals das auch schon so angelegt, weil er nicht wusste, vielleicht macht er weiter, vielleicht macht er nicht weiter. Ich hatte da mal was gelesen über ihn, dass er eh so ein bisschen so, ja, eigentlich nicht wollte oder könnte oder sollte, keine Ahnung. Okay. Oder keine Zeit hat, was weiß ich. Ja, das war der Winter. Der kommt auch bald bei uns wieder. Juhu. Aber jetzt haben wir erstmal Herbst. Bis dahin, bleibt nicht bleib nördlich. Gib die Haare. Laub fegen. Hecke schneiden. Dinge, die ein Hausbesitzer machen muss. Jawohl. Wir sehen uns demnächst wieder. Bleib nicht bei neulich. Ciao, ciao. Bleib cool.